Hallo liebe Serienjunkies, es ist endlich wieder Zeit für ein paar News. Wir haben Serienverlängerungen für euch, News zu Doctor Who und ein ominöses Waterbottle-Gate. Outlander wird verlängert. Es lief gerade mal eine Folge der Serie, dafür hatte die direkt 5 Millionen Zuschauer. Und jetzt steht fest, es wird eine zweite Staffel geben. Basieren wird das Ganze auf dem zweiten Buch der Highland-Saga von Diana Gabaldon. Und das Buch hat den Titel Dragonfly in Amber. Man munkelt, dass die zweite Staffel dann 13 Episoden haben wird. Natürlich wieder auf Stars laufen. Und wenn ihr gerade eigentlich noch nicht so den Plan habt, was ist eigentlich Outlander, schaut euch den Serienguide an. Der liebe Kollege Henning hat da nämlich was Schönes für euch gemacht. Schaut rein, ansonsten halten wir euch natürlich wie immer auch auf dem Laufenden. It doesn't matter where you come from. You're here. Naja. Bei der nächsten Serie hat man sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, sie zu verlängern, aber es steht jetzt fest, The Leftovers geht weiter und bekommt eine zweite Staffel. Die erste ist noch nicht ganz abgelaufen, endet am 31. August, aber wir dürfen uns bei der zweiten Staffel auf 10 weitere Folgen freuen und Damon Lindelof, den wir noch von Lost kennen, ist natürlich auch weiterhin dabei. Für die, die sich jetzt fragen, The Leftovers, was war das nochmal? Das ist die Serie, wo auf einmal 140 Millionen Menschen wie vom Erdboden verschluckt sind. Sie sind einfach weg. Ja, und das Ganze ist sehr mysteriös und auch ziemlich dramalastig. Aber schaut es euch am besten selbst an. Ab Oktober dann auch in Deutschland auf Sky Atlantic HD. Und alle weiteren Entwicklungen natürlich wie immer bei uns. So many of our loved ones were lost 3 years ago. We still wonder where they went. Eine Serienverlängerung haben wir noch für euch und zwar The Strain. Die Horrorserie von Guillermo del Toro wird verlängert. Zumindest munkelt man das, weil ganz ehrlich gesagt der Sender FX hüllt sich noch so ein wenig in Schweigen. Aber angeblich gehen im November die Dreharbeiten in Toronto für die zweite Staffel los. Und da fragen wir uns doch, warum bestätigt uns das denn keiner jetzt hier? Vielleicht erinnert ihr euch, in der Serie geht es darum, dass ein mysteriöser Virus auf die Menschheit übergreift und diese, jetzt kommt's, in Vampire verwandelt. Ist auf jeden Fall sehr spannend und dank Guillermo del Toro natürlich auch sehr horrorlastig. Wir hoffen, dass es eine zweite Staffel gibt und sobald wir die offizielle, ganz fixe Bestätigung haben, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Doctor Who geht weiter. Am 23. August startet die lang erwartete und ersehnte Staffel Nummer 8. Aber es tut sich gerade auch hinter den Kulissen noch einiges. Man munkelt nämlich, dass die Begleiterin vom Doktor eventuell ausgetauscht werden soll. Im Moment haben wir da ja Clara Oswald, die Peter Capaldi unterstützt. Eventuell ändert sich das Ganze aber schon im Weihnachtsspecial. Wir haben ehrlich gesagt aber noch keine Ahnung, wer der neue Begleiter oder die neue Begleiterin sein könnte. Da hüllt sich nämlich alles ins Schweigen. Uns würde interessieren, was denkt ihr? Glaubt ihr, es wird Zeit für einen neuen Begleiter? Schreibt es uns in die Kommentare und schaut euch Doctor Who an ab 23. August. Skandal! Für so viel Aufruhr hat letzte Woche eine Wasserflasche gesorgt und wo geht das? Natürlich nur im Internet. Grund ist nämlich das erste Promofoto zur 5. Staffel von Downton Abbey. Da hatten wir nämlich Darsteller vor einem Kamin sitzen und im Hintergrund war leider eine Wasserflasche und das ist ein historischer Patzer, den die Netzgemeinde nicht einfach so hinnehmen kann. Nein, es gab dann das Waterbottle-Gate mit dem passenden Hashtag dazu natürlich, wo sich alle drüber aufgeregt haben, dass das ja gar nicht geht, historisch nicht zusammenpasst. Aber die Darsteller von Downton Abbey haben direkt mit einem Instagram-Foto gekontert mit ganz unauffällig platzierten Wasserflaschen und das Ganze dann noch in eine andere Richtung gebracht. Sie haben nämlich Aufmerksamkeit geschaffen für WaterAid, eine gemeinnützige Organisation, die Trinkwasserzugang auf der ganzen Welt realisieren möchte. So gesehen hatte das Waterbottle-Gate dann am Ende auch noch was Gutes, weil WaterAid dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat und ihr könnt euch die 5. Staffel ohne Wasserflaschen wahrscheinlich im Hintergrund dann ab Herbst angucken. Downton Abbey geht dann nämlich wieder los. I feel a shaking of the ground I stand on. The nature of life is not permanence, but flux. Things are changing. Ich muss mich leider wieder von euch verabschieden, auch wenn ich noch eine Stunde weiter quasseln könnte. Schaut euch alle weiteren Infos und Neuigkeiten einfach bei serienjunkies.de an. Liked unseren Channel, abonniert ihn, verteilt ihn, spread the word around the world. Ich bin raus. Tschüss. Tschüss.
Hallo zum ersten deutschen Serienfernsehen. Die Fans der Highland Saga wurden erhöht. Sie wurden erhöht und über die anderen gesetzt, weil sie dieses tolle Buch lesen und so schön sind. Ja, Entschuldigung. Hallo, Outlanders wurde verlängert. Oh, das Poster fällt runter. Nur noch 2% der Weltbevölkerung übrig sind, der Rest ist einfach verschwunden. Nee. Aber nein, bitte. Nicht Assistentin! Skandal! Ich freue mich schon auf Weihnachten. Ja. Oh, können wir die schönsten Weihnachtsserienfolgen besprechen? Oh. Wir sind mental schon im Weihnachtsspecial angekommen.